Hey Leute, heute habe ich mal wieder ein anderes Video, und zwar ein Video, was ich schon sehr lange nicht mehr auf meinem Kanal gedreht habe, was es schon lange nicht mehr auf meinem Kanal gab, und zwar ein Haul. Und ich habe diesen kompletten Oktobermonat ein bisschen geshoppt. Es ist eigentlich echt nicht so viel, aber es war teuer. Und ich hatte euch auf Instagram schon gefragt, ob ihr Lust habt, ob ich ein Video drehen soll, und ihr habt gesagt, ja. Deswegen kommt dieser Haul auch jetzt online. Und ich würde sagen, wir beginnen auch schon mit dem Video. Maybe I should think before I talk. So maybe I should think before. Maybe next time I think before I talk. Übrigens, können wir kurz mal einen Moment für diese Perücke. Ich musste sie jetzt einfach nochmal kurz führen, weil falls ihr mein letztes Video gesehen habt, da kam diese Perücke bei mir an. Und wir haben sie zusammen reviewed und ich liebe sie nach wie vor. Und ich würde aber sagen, wir beginnen jetzt auch schon mit dem eigentlichen Video. Also als allererstes fange ich mal, glaube ich, hier mit der Fenty Beauty Foundation an. Ich habe sie sogar gerade drauf. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Die ist auch nicht so full coverage. Und jetzt gerade, wo meine Haut wieder besser wird, habe ich eine Foundation gesucht, die nicht so full coverage ist. Und da kam mir die sehr gelegen. Und ja, zu der kann ich eigentlich nicht so viel sagen. Ich habe halt die Farbe 110. Und ich mag die eigentlich echt gerne. Dann habe ich mir noch gekauft, falls ihr euch wundert, warum ich keine Lashes trage. Das ist, weil ich die extra für dieses Video runtergenommen habe. Und zwar sind das diese Lashes von MAC. Bei den Lashes gibt es einen kleinen Struggle. Und zwar hatte der Verkäufer mir bei MAC gesagt, dass die echter sind. Und bin mir nicht sicher, weil er meinte auch so, ja, es mussten keine Tiere für sterben. Es ist echter von Menschen. Und ich finde das ein bisschen crazy. Ja. Aber die mag ich eigentlich echt gerne, abgesehen davon, dass das echter ist. Aber ich finde, man merkt das gar nicht so stark. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Aber ich liebe diese Lashes auf jeden Fall. Dann habe ich mir diesen Monat selber mal einen Adventskalender gekauft. Weil ich hatte letztes Jahr nämlich keinen Adventskalender. Aber trotzdem habe ich mir diesen Adventskalender von NYX hier gekauft, den Sugar Trip Adventskalender. Ich habe ein bisschen sneaky-mäßig reingeguckt, was dort drin ist in Unboxing-Videos, aber ich habe nur ein bisschen geguckt und dieser Adventskalender, ich mache den mal auf. Der ist so cool und auch so schön. Ich mag den auf jeden Fall sehr, sehr gerne und deswegen habe ich mir den gekauft. Und ich weiß, ich hatte noch nie so eine teuren Adventskalender, wie jetzt der zum Beispiel. Ich hoffe, es zahlt sich aus, aber NYX hat eigentlich nur gute Produkte, deswegen, ich denke mal schon. Dann mache ich jetzt, glaube ich, mal weiter mit dieser Palette. Und oh, diese Novina Palette von Anastasia, was soll ich dazu sagen? Ich wollte sie so gerne haben, ich mache sie mal für euch auf. Ich wollte sie so gerne haben, weil nur das Problem ist, die Paletten, die sind ja immer ein bisschen teurer. Und deswegen war ich mir nicht so sicher, aber ich habe schon die Soft Glam Palette, die Modern Renaissance und die Subculture Palette, deswegen schätze ich mal, sammle ich die Paletten jetzt. Und das ist jetzt das Innere der Palette. Ich finde das so schön, auch die Farben, das Ding ist halt, ich swatche euch jetzt mal hier so ein paar Farben, hier den, 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 und ihr seht ja, ich bin nur ganz bisschen reingegangen und diese Pigmentierung, die ist halt einfach selten, also Anastasia Lidschatten sind einfach so toll. Dann machen wir jetzt mal weiter mit einem Lippenstift. Und zwar habe ich mir hier von MAC aus der, steht hier gar nicht drauf, auf jeden Fall aus so einer LE habe ich mir hier so einen Lippenstift gekauft. Und das Packaging, das ist so schön. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist so schön. Das ist so ein Duochrome. Und ich habe mir hier zwei Farben rausgesucht. Und zwar einmal hier die Farbe Beach Nut. Das ist so ein richtig schönes Lila. Ich weiß nicht, richtig schönes Lila. Aber dann habe ich mir noch einen anderen rausgesucht. Und zwar diesen hier. Das ist so ein, wie soll ich das sagen, das ist so ein Frost. Irgendwie so ein Topper, so ein gräuliches, dunkel Lavendel. Brown, das ist schwer zu erklären. Aber das ist auf jeden Fall die Farbe Noon Noir. Und MAC Lippenstifte sind sowieso so toll. Und auch von der Formulierung und alles liebe ich die total. Und deswegen habe ich mir die auch mitgenommen. Dann machen wir auch wieder weiter mit einer Palette. Und zwar, seitdem ich sie gesehen habe, ihr müsst wissen, ich habe zwar schon Decay Lidschatten, aber das sind halt so Basic-Farben. Ich meine, guck mal, wenn wir jetzt mal kurz mit Make-up angucken, so, ich bin alles andere als Basic. Deswegen habe ich, als ich die das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, okay, jetzt ist der Zeitpunkt seit langer Zeit, dass ich mir mal wieder Lidschatten von Urban Decay kaufe. Und da habe ich mir die Naked Cherry Palette gekauft. Diese Palette ist auch so unfassbar schön, abgesehen vom Packaging. Und ihr wisst, ich bin Packaging-Opfer. Abgesehen davon.
ist diese Palette. Oh, so schön. Wenn wir die aufmachen. Das sind alles so schöne, auch gerade für den Herbst. Diese Palette, die ist so schön. Wer schon so viele Lidschattenfarben hat, der braucht die natürlich nicht. Aber ich liebe, 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 liebe diese Lidschattenpalette. Das Lustige ist sogar, als Simon da war, er wollte diese Palette auch unbedingt haben. Der hat die auch schon immer bei mir benutzt. Und dann hat er sich die auch gekauft in einem Shopping-Vlog, den er gedreht hat. Also der ist auch nochmal unten verlinkt. Und an dieser Stelle nochmal Shoutout an dich, Simon. Die Zeit war mega, mega cool mit dir. Und ich glaube, jetzt kommen wir schon zum letzten. Und zwar last but definitely not least. Ein Adventskalender. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, Fabio, du hast doch schon einen. Warum noch einen zweiten? Ich weiß nicht, aber seit ich auf der Glow war, fand ich diese Essie-Nagellacke so schön, dass ich mir den Essie-Adventskalender gekauft habe. Heute. Dieser Adventskalender, ich habe mir auch eingeguckt und hier sind auch echt viele große Größen mit drin und sonst diese kleinen Nagellacke, aber die kleinen sind auch mega gut, weil, weiß ich nicht, und dann ist, das ist der Adventskalender, ich habe noch nichts aufgeholt, wie ihr seht, der ist noch komplett eingeschweißt und alles, aber Leute, ich liebe diese Adventskalender, also auch von dem Packaging her und was halt hier drin ist, weil das sieht man hier hinten, was drin ist. Ist ja auf jeden Fall schon mal so cool. Und ich freue mich schon, den dann im Dezember mit dem NYX Adventskalender zu öffnen und einfach jeden Tag ein kleines Geschenk zu haben. Freut mich auf jeden Fall sehr. Weil ich meine, komm Leute, so, wenn euch niemand einen Adventskalender kauft oder so, dann kauft euch einfach einen selber. Das ist einfach, für die Seele ist halt einfach ganz schön, wenn man halt einfach jeden Tag ein Türchen öffnen kann. Und das war es dann auch schon tatsächlich mit dem Video. Es sind jetzt schon, doch schon ein paar Sachen. Also ich dachte am Anfang, es waren mehr, aber ich finde, es ist auch genug, weil das war alles sehr teuer. Und falls ihr mein letztes Video noch nicht zu der Perücke gesehen habt, habe ich das auch nochmal unten verlinkt für euch. Ansonsten gibt es nichts weiteres und ich würde sagen, XOXO!